feige Memme. Ich komme wieder. Nein, ja, ja, du kommst wieder, aber nicht mehr in diesem Leben. Da bin ich wieder für euch. Und ja, Sekunde, Hildin habe ich hier irgendwo, genau dort. Habe ich da? Ja. Ja, wir sind jetzt hier in Gorgoroth. Logisch, ich hatte überlegt, um nicht Dingen zu machen. Sag schnell, Seregost erstmal. Nee. Aber Seregost will ich noch machen mit dem Übernehmen. Ja. Der steht ja immer noch. So. Ja, Sekunde, aber hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Nee, hier kann ich nicht anhalten. Nee, geht nicht. Auf keinen Fall. Gut. Da will ich als nächstes hin und den gucken wir uns natürlich jetzt auch an. Ja. Nee. Ja. Sauber der Mann. Zum Auserwählten. Wie auserwählt? Was war das denn? Halt die Klappe. Und wer ist das? Ist der das? Baga. Nee, das ist er nicht. Hat panische Angst vor Feuer. Schleichstößen, Unbeholfen, Morgai fliegen. Mordrausch wird von Wut gestärkt, der Hauptmann so ergebener her. Ja. Kriegsbanner. So Leute will ich eigentlich immer haben. Ja, vor allen Dingen Schildträger, der leck Arsch. Na gut, weißt du was? Wir machen das so. So, kann man hier hoch. Aha. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so nehmen kann. Wenn er ersetzt, entsetzt ist. Doch, geht. Ja, sauber. Na, siehst du wohl. Spionier mal deine Keule aus. Genau. Ja, das ging eigentlich schneller, als ich dachte. Ja. So, jetzt werden wir das da auch noch mitnehmen. Jetzt weiß ich nicht, wo das genau ist. Da hinten. Sauer der Mann. In die hinterste Ecke. Ja. Es gibt keine Zwerge in Mordor. Auf den ersten Blick scheint das Land passend für sie. Viel Stein zum Bearbeiten und Erzadern zum Abbau. Dieser Schild gehörte einem Zwerg aus einem anderen Zeitalter, der nach Mordor kam. Allerdings weder als Handwerker noch als Bergarbeiter. Nun, da Minas Ithil die Orks nicht mehr in Mordor halten kann, werden die Zwerge wieder Hammer und Meißel niederlegen und ihre Schilde aufnehmen müssen. Na, sauber. Gut. Prima Klima. So, von hinten kann keiner kommen. Nee, das wäre jetzt verwunderlich. Und wir werden jetzt, warte mal, ich will mal gucken. Da geht's runter, dann geht's da vorne rein. Ja. Gehen wir zuerst dahin. Ja, die ist ganz unten. Ein Zwergenschild. Aber wo sind die Zwerge? Zweifelsfrei tief unter der Erde. Schätze horten. Ja. Aha. Schätze horten. Ja gut, warum nicht, ne? Ist ja keine strafbare Handlung. Nein. Zack, zack. Was ist das? Was ist das? Ei, 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 ei. Ja, ich... Da? Da muss ich da vorne runter. Ja. Rein oder noch weiter runter? Das ist jetzt das, was ich nicht genau weiß.
Oh. Nein, nein, Kumpel. Geht doch. Ja, super. Ich hab's geahnt, ey. Schönheit in Tyrannei, der Herrschaft des Einzelnen. Deshalb muss er aufgehalten werden. Ich sah einen Kampf in einem Turm. Ich sah, wie der dunkle Herrscher besiegt wurde und ein heller Herrscher seinen Platz einnahm. Doch die Welt änderte sich nicht. Ich wiederhole, sie änderte sich nicht. Nee, also das ist ein bisschen... Er drapelt zwar hier wie wahnsinnig. Da ist sie ganz weg. Hallo? Wo ist das jetzt? Ah, jetzt habe ich es. Das war jetzt Glück. Ja. Jetzt hätte ich da noch mehr dran rumgerannt. Sie wandte sich von Sauron ab, so wie ich. Und doch erkennt sie es nicht. Sie fürchtet dich. Sie hat Angst davor, was aus Mittelerde wird, wenn wir ihn besiegen. Ah, ja gut, da kannst du recht haben. So, Talion, dann werden wir in diese Richtung gehen. Jetzt muss ich aber als erstes wieder auf den Moment. Wo komme ich hoch? Da komme ich hoch. Ich fürchte die Orks nicht, doch im Dunkel der Nacht gestehe ich, ich fürchte ihre Trommeln. Einen Ork kann man besiegen, er kann an Mauern scheitern oder ausmanövriert werden, doch dem tiefen Donnern der Trommeln kann keine List der Menschen Einhalt gebieten. Diese Trommeln sind der Herzschlag ihrer Fabriken und jeder Schlag verkündet ihr gnadenloses Vordringen. Diese hier raubten wir ihnen bei einem Überfall und ich schloss sie in der großen Halle ein, damit kein Ork... je mehr darauf spielt. Wow. So, jetzt gucken wir mal, welcher das war. Dann sind unter den Orks auch Musiker? Wohl kaum. Uruks. Da ist er. Ein Krieg gemacht, nicht für die Kunst. Ja. Wo kann der sein hier? Ich will noch mal irgendwas gucken. Was? Nach oben. Gut, das ist oben. Aber ich will die Keule finden. Nein. Nicht. Dort.
schlecht. Ich finde den geil. Ja. Kann der sein? Der muss ja hier irgendwo im Suchgebiet sein. Wenn ich die jetzt auch wieder nicht finde, ja, dann weiß ich doch nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Bleib hier! Nee. Wo ist der? Da oben ist er doch. Zusammen. Ach, mit dem und dem. Das kann ja lustig werden, das sage ich euch. Ja. Egal, wir decken. Oh. Aha. Gut. Menschenabschau. Ah, da bist du ja schon. Darauf freue ich mich schon lange. Ja? Naja gut, wenn du dich da schon lange drauf freust, dann immun gegen Fluch. Ja, der Jagd. Karagor, Alter. Nochmal. Ich will ihn ja nur übernehmen. Hier bin ich. Halt. Mhm. So weit von Beugen bist du nicht. Hoffentlich übersteht ihr das. Oder er vergiftet. Ich schwöre meine Treue. Meine Super. Genau. Hier wird alles ausspioniert, bis der Arzt kommt. Sehr gut. Naja, geht ja mit dem Anfang, ne? Aha. Wo ist das denn jetzt? Die besten Waffen sind die, die man selbst schmiert. Guten Tag. Nein. Tue ich nicht. Beschütze seinen Häuptling. Ach so. Wer bist du? Du bist da. Moment. Nee, wir machen das. Nein, ich brauche die hier draußen. Ey. Komm, bei denen. Hub der Schwarze. So. Sammeln wir ohne Ende. Sammeln ohne Ende. Aha. Aha, komm. Oh. Ja gut, der wird keine Lutscher dahin schauen, ist klar. Auf Wiedersehen. Wer hat da geschossen? Pass mit dem Bolzen auf! Hab dich! So. Und wo schießen die auf mich? Da. Aber wo ist da der Eingang?
Nö. Wo ist da der Eingang? Da vorne? Da gehen wir hin. Also ich muss geradeaus eigentlich. Da komme ich nirgendwo hin. Sicher auch gar nicht. Moment! Oh oh. Ja, Moment. Erstmal die Lage einschätzen. Ja. So. Gucken wir mal. Der ist da reingegangen. Schon lange braucht beim Volk von Minas Ithil jedem Besucher von außerhalb der Mauern eine Amphore mit Wasser oder Wein anzubieten. Reisende kamen selten, besonders in letzter Zeit, und durch den Weg zur Grenze waren sie fast immer durstig. Doch als unsere Not am größten war, kam niemand aus Gondor an unser Tor, ob durstig oder nicht. Naja, gut. Soll es so sein. So, nächste Bitte. Ja, ich will erstmal die Richtung da machen. Ja, also hinter mir. Diese Amphore, sie ist älter, als sie scheint. Gut, dass wir sie zurückgeholt haben. Die Orks hätten sie mit ihrem Grog besudelt. Ja, wieso? Das weißt du doch gar nicht. Komm ich hier rum? Warte mal, ich muss ja wissen, ob ich da rumkomme. Ja. Wow. Ein Schuss und schon platt. Ja. Oh jemine. Schon tun. Ja. Er kann nicht weit gekommen sein. Findet ja, doch schon. Find ich schon. Das soll nicht wahr sein. Aua! Wer war das denn jetzt? Aua! So. Hier bin ich, ihr Trottel. Es ist der Waldläufer. Ach, ich doof. Ach, ich konnte dich nicht mehr mitnehmen. Jawohl, töten! Jawohl, der kriegt gleich eine Feuerbestattung. Ja. So, supi. Da oben. Hab ich schon gewundert. Ja. Ach du Schande, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Schätzt Sauron Weisheit mehr als alles andere. Doch für ihn ist sie etwas Kaltes, Hartes. Er glaubt, Freiheit sei bedeutungslos. Mhm. Oh Mann. Ich lande ausgerechnet in Karagor. Nest. Ja, kann ja sagen, wie man will.
Warte mal, letzte Erinnerung kann ganz letzte wird in Cirith Ungol entdeckt. Finde sie. Ey, das ist natürlich. Ich sehe den Wald. Ich auch. Dann würde ich sagen, mache ich gleich mal einen Abstecher. Ah, komm, die Haufen. Wow. Hi. Egal. Hol ihn dir doch ran. So. Naja. Zack, zack. Wo will die Katz? Da hinten ist er. Ja, ich muss sagen, es tut mir leid. Er hat es wieder nicht aufgenommen. Ich krieg es kotzen hier. Sorry, Freunde, ehrlich. Mann. Ja, ist doch wahr. Da kriege ich jetzt Mäusemelken, ey. Ja. Boah. Details. 35, den kann ich nicht übernehmen. Tödlich entflammbar. Kampfesmüde. Ja, klar. Hat man getötet. Hinrichtung, Giftfest. Erzürnt durch Gift. Letzte Explosion. Und Bomben. Na gut, komm. Irgendeinen muss ich davon garantiert killen und dann... Diese Vorräte gehören Sauron, also beschützt sie gut. Oh. Eine extra Belohnung für den, der den Ersten tötet. Und wer am Ende kein Blut an den Händen hat, geht leer aus. Mhm. Der 35er ist ja so gut wie platt. Tatsache. Jo. Ja, ich habe zwei Blut, also einen Blutsbruder angegriffen. Da kam der andere dazu und ich habe sie jetzt beide übernommen, aber ich krieg es. Mann, nee. Ja. Es ist ZK. Wirklich ZK. Zum Kotzen. Schon. Nee, nee, so nicht, Freunde. Ich krieg das Kotzen, ehrlich. Jawoll, den Schlabberlengleng-Tanz. Ja. Ja, das ist sowas, da könnte ich aber kotzen im Strahl. Ja, absolut, wirklich. Hi, du kommst freiwillig, danke. Mann, Mann. Ja, töten! Warum sie mich alle immer töten wollen, das verstehe ich nicht. Ey! Gerade sagen, ja. Kann da wohl nicht wahr sein. Ja, ich muss jetzt, ich bin mega angepisst. Berserker.
Warum sollte ich den nehmen? Gibt es da einen Grund? Anfällig für Hinrichtungen? Bestienzähmer? Weißt du was, du bist der Nächste. Ja, ich bin jetzt stinkesauer und angepisst. Ja. Absolut. Ja, ich bin auf der Hut. Kann ich auch auf der Mütze sein? Aha. Waldläufer! Der Ork will uns hervorlocken. Zeigen wir ihm, wie töricht sein Plan ist. Hier, du bleibst hier. Gehst nirgendwo mehr hin. Außer in meiner Armee. Ja. Naja, ah, das hat sich ja schon erledigt. Ja. So, noch einmal sticheln. So, mal. Ja, beuge dich mir und ich rekrutiere dich. Glaubet mir, Krankenversichern. Kosten Lohn. So, komm, auch das Spiel. Hier muss ich irgendwo. Ja, ja, du hast gar nichts, du Klappspan. Ja, genau. Meine Klinge spüren. Meine auch. So, hier oben dürfen die mich doch eigentlich gar nicht sehen. Ach du Schande, 1000 Leute. Ja. Aber die Ecke ist jetzt hier. Ja, nein. Da haben wir. Ach, das ist unterhalb. Wie kommen wir denn da hin? Keine Ahnung jetzt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht. Ach, nee. Lass mich mal eben gucken. Runter. Aber wo geht's da runter? Das da hinten geht's runter. Da waren aber die. Ja. Da muss ich rein. Wo? Wo? Zeigen mir. Geh doch runter. Hä? Ein bisschen weit, ne, würde ich sagen. Nichts. Wie komme ich da runter? Halt. Ich habe etwas gesehen. Ich hoffe, ich finde da Dinge noch. Dahin. Da auch nicht. Wo kann denn da der Eingang sein? Wenn ich das wüsste. Da sieht es nach dem Eingang aus. Rechts. Und dann durch. Rechts. Könnte das sein? Das sieht gut aus. Jawohl.
gar nicht so unknifflig. Die Analekten von Ruvenir sind eine alte Sammlung von Ratschlägen eines Schwertkämpfers aus Gondor. Darin beschreibt er Übungen, die den Sieg in jedem Duell garantieren sollen. Wie alle jungen Soldaten Gondors studierte ich die Analekten und lernte zwei wichtige Dinge. Erstens, Ruvenir war mit dem Schwert zweifellos geschickter als mit der Feder. Zweitens, die Duellanten zu Ruvenirs Zeiten waren viel höflicher als die Orks in Mordor. Der Krieg schert sich nicht um Formalitäten. Aha, gut. So, jetzt mache ich nochmal Chanel. So. Nein, den. Eine Abhandlung über guten Schwertkampf. Viel zu selten in diesen Zeiten. Die Bewohner Mordors wissen solche Tiere nicht zu schätzen. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt haben wir hier fast alles aufgedeckt. Warte mal. Bin ich in die Richtung, bin ich sogar, ne? Genau. In die Richtung bin ich sogar. Nee, ist klar. Gut, ich brauche mal dann später. Es ist der Tag. Hat der Flötchen gemacht. Ja. Zu bluten. Gut, mache ich. Erledigt. Oh, jetzt habe ich mich echt erschrocken. Ja. Hier oben drauf. So, nein, warte mal, das ist da oben. Nein. Ganz sauber. Lecker. Das ist gut. Das ist ein super Punkt. So, komm her. Haben wir den nächsten. Ja, Minas Ithil barg viel größere Schätze als diese Halskette, aber keiner war für mich wertvoller. Als kleines Mädchen schlich ich mich in die große Halle und nahm die Kette aus ihrem verschlossenen Schrank. Durch einen losen Haken, den nur Kinderhände erreichen konnten. Stundenlang bewunderte ich mich im Spiegel, stellte mir vor, ich wäre eine edle Dame Gondors, so wie es meine Mutter gewesen sein muss. Irgendwann erwischte mich mein Vater, aber zur Strafe bekam ich bloß einen Vortrag zu hören. Er hatte wohl nichts dagegen, seine Tochter in solcher Pracht zu sehen. Nee, und die Kette sieht fast aus wie eine Cartier-Kette. Ja. Na sauber, Freunde. Naja, dann habe ich das ja doch es noch. Es überrascht mich, dass diese Kette keinen Orkhals schmeckt. Vielleicht können ihre groben Finger die feine Schnalle nicht bedienen. Auch möglich. Ja, das ist nochmal jetzt ärgerlich gewesen, aber ich kann das leider nicht ändern. Und ich würde sagen, nächste Folge